Willkommen bei Rakuen. Ja, wir sind hier immer noch bei Morizoras Wald. Und ja, da mir gesagt wurde, dass das Spiel etwas ja, trauriger oder ja, etwas mehr emotional, sagen wir emotional, wird, habe ich mich dazu entschieden, einfach mal eine Webcam hier mit einzubauen. Ich habe da sehr oder bisher noch fast keine Erfahrung mit gemacht. Deswegen entschuldigt, falls es noch am Anfang ein bisschen kacke aussieht. Gerne eure Anregungen und Kritik natürlich in die Kommentare. Und sollte alles geklappt haben, es kann sein, dass diese Folge keine Webcam hat und die nächsten auch nicht, wenn ich es richtig verkackt habe. Aber sollte alles geklappt haben, dann solltet ihr jetzt eine Webcam sehen. Wenn es geklappt hat, schönen guten Tag. ja, wir müssen hier weiter, beziehungsweise können wir eigentlich dann auch hier durchgehen. Genau, das ist ja der Winston. Genau, wir müssen den Winston jetzt erstmal ja, wieder wach machen, sozusagen. Also beziehungsweise ihm erstmal wieder helfen. Also seine Frau ist ja jetzt schon seit ja, mehreren Monaten, wie er sagte, im Koma gefangen. Und okay. Achso, ich dachte, der will uns was sagen, der kam auf uns zugerannt. Der Blacksmith. Hallo Jungs. Bitte vergesst nicht, bei mir vorbeizukommen. Ich mache euch dann eine Axt. Alles klar. Dann würde ich ja sagen, gehen wir mal eben bei dem vorbei. Wo auch immer er ist. Hier ist ja das Hotel. Ah, da oben. Da oben scheint der Schmied zu sein. Genau. Oh, hi. Ja, danke, dass ihr mir geholfen habt, meine Werkzeuge wieder zu bekommen. Mein Shop ist immer noch nicht ganz funktional. Aber wenn du mir die richtigen Materialien bringst, dann kann ich dir eine Axt machen. Ich brauche 5 Stöcke und 3 Stücke von einem Nachtstein, einem Nightstone. Ich bin mir sicher, du kannst diese Dinge im Südosten von diesem Dorf hier finden. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir doch erstmal diese Dinger suchen, bevor wir zu Winston gehen. Also wahrscheinlich wieder durch das Portal durch ins Krankenhaus. Aber dann suchen wir doch erstmal das hier. Achso, okay. Aufgrund des, ja, des Häuptlings, nenne ich ihn einfach mal, dieses Dorfes, darf hinter diesem Punkt noch keiner gehen. Aber wir können, meine Mama sagt, wir können wahrscheinlich einfach dieses Schild hier wegbewegen. Das sieht gar nicht so schwer aus. Das Schild, Entschuldigung. Keiner bewegt mich. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Da sind böse Geister hinter mir quasi. Ah, du musst dir um uns keine Sorgen mehr machen. Und wieso? Naja, wir sind gerade durch Morizoras Höhle gegangen. Wir haben sogar den Schmied die Werkzeuge wieder beschaffen, die halt von diesen wütenden Geistern geklaut worden sind. Also eigentlich, der Schmied sogar hier runtergeschickt, um Materialien für ihn zu sammeln. Echt? Ja, warum hat der das denn nicht gleich gesagt? Dann dürft ihr natürlich durchgehen. Seid vorsichtig. Alles klar. Okay, wir dürfen hier durch. Das scheint wahrscheinlich so ein Stein zu sein. Gut, uns wird nichts angezeigt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das diese Steine sind. Was ist das hier? Okay, wir können also Dinger sammeln. Oh, da ist wieder so eine Zwiebel. Habt ihr schon mal das Vorurteil gehört, dass Zwiebeln schlecht riechen?
Naja, lasst mich mal eins euch sagen. Das stimmt nicht. Ja, okay, ich hab vielleicht ein paar Cousins, die nur alle paar Monate mal duschen. Und ja, auch deren Mülltonnen sind voll mit Fastfood. Aber das ist eine Ausnahme. Also die meiste Zeit riechen wir sogar eigentlich richtig lecker. Oder richtig gut. Muss ich aber eigentlich auch sagen, so schön gebratene Zwiebeln ist was Feines. So, wir haben jetzt hier zwei von den Stöckern. Jetzt haben wir drei. Da noch ein bisschen Steine sammeln. Wer bist du? Hallo, ich bin ein Minimori. Es gibt viele von uns, die auch eine Zahl an ihrem Namen haben. Weißt du, wofür die Nummern stehen? Das ist die Reihenfolge, in der wir auf diese Welt kamen. Oh, cool. Zum Glück ist das nicht bei uns Menschen so. Hallo, ich bin Moritz, 7.455.000. Ja, was willst du? Piss dich, ey. Damit haben wir 4. Von den Steinen müssten wir jetzt, glaube ich, genug haben. Aber gierig, wie wir sind. Okay, wir haben noch nicht die richtigen Werkzeuge, um diesen Stein hier zu bewegen. Ja, okay. Dann können wir, glaube ich, aber auch hier weiter rechts runtergehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Ah, nicht ganz so weit. Hier haben wir noch wieder ein bisschen Holz. Ich weiß gar nicht, ob wir gleich schon genug Holz haben. Mit dem Reden machen wir erstmal seine Truhe auf. Da haben wir 20 G gefunden. Die Liebels, also die Dorfbewohner, benutzen dieses Areal südlich von hier für ihr Star Night Festival. Da gehen die voll ab. Aber weißt du, was richtig verrückt ist? Ein Sklave deiner Angewohnheiten zu sein. Weißt du, was ich damit meine? Das ist furchtbar. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, ja, alle meine Sachen loszuwerden. Natürlich ausgenommen von meinem Garten. Ich liebe meinen Garten. Der macht mich richtig glücklich. Also, wenn du denkst, Es fühlt sich richtig schlecht an, das zu nehmen, was was in der Kiste war von dem Typen. Obwohl er genau da steht, dann fühl dich nicht schlecht. Nö, das fühl ich auch nicht. Ich habe ihn einfach so genommen. Ich brauch das sogar gar nicht mehr. Du weißt so, es ist echt hart zu beginnen, aber also seine Sachen loszuwerden. Aber wenn du es erstmal gemacht hast, dann ist es einfach süße, süße Freiheit. Ja, dann gern geschehen, ne? Dass wir dich von deinen Sachen befreien dürfen. Okay, da dürfen wir nicht lang. Die Festivalvorbereitungen müssen erstmal abgeschlossen sein, bevor wir da lang dürfen. Wir müssten eigentlich jetzt auch genug haben. Das heißt, wir können jetzt, bevor wir wieder ins Krankenhaus zurückgehen, können wir ja, die Sachen bei dem Schmied abgeben, dass der uns die Axt schmiedet. Vielleicht haben wir sie dann direkt auch noch. Wobei, das glaube ich eigentlich fast nicht. Was bist du eigentlich für ein Ding? Ein Buffkuss. Hey, du versuchst nicht diese Sila-Beeren von dem Busch zu nehmen, oder? Denn die gehören mir. Okay. Die da. Diese hier. Wer nimmt meine Beeren? Ja, keiner. Niemand. Hier oben ist noch einer. Hallo. Okay, die Star Night ist fast schon da. Wenn ich diesmal hingehe, dann möchte ich mir einen Haustierfisch quasi fangen und ganz viel Süßigkeiten essen. Ja, das klingt nach einem super Plan.
der knackt. Okay. Gut, dann würde ich doch sagen, gehen wir mal eben die Sachen ab bei dem Schmied. Hier, bitte. Ah, ich sehe, ihr habt die Materialien gefunden für die Axt. Einen Moment bitte. Ach so, wir kriegen die direkt. Ja, geil. Ich hoffe, ihr genießt eure neue Axt. Wir haben eine Axt bekommen. Es funktioniert super auf Bambus und anderen Holzarten. Eigentlich. Warum testest du es nicht einfach an dem Bambus vor meiner Tür? Ich schlag ihn einfach nieder. Und nimm einfach das, was da drin ist. Warum habt ihr die Tür hinten in eurer Hütte vernagelt? Ja, warum nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Hey! Achso, wollt ihr nicht, was in dem Raum da oben ist? Los, nimm es und bring es hier raus. Ja, warum interessiert ihn das eigentlich so viel? Naja, wenn du es wirklich wissen musst, es lässt mich einfach nur schaudern. Aber ich kann es nicht einfach wegwerfen. Mein bester Freund hat es in den Wald gefunden und hat es mir gegeben, weil er dachte, vielleicht mag ich Augäpfel. Augäpfel? Ja, es ist nicht wirklich ein Augapfel. Aber wenn ich es weggebe, dann ist es eine Win-Win-Situation, weißt du? Also wir beide gewinnen halt dadurch, ne? Du hast ein neues Spielzeug und ich werde nicht mehr so, ja, angeekelt. Na dann, schauen wir uns mal den Augapfel an. Ah, okay, wir haben eine Murmel gefunden. Eine Katzenaugenmurmel. Können wir jetzt auch? Nee. Ich dachte, vielleicht können wir ihm auch seine Bambuspflanze da weghauen. Okay, dann nehmen wir das nochmal mit. 10G haben wir gefunden. Ja, da würde ich mal sagen, nachdem wir uns an der Nase gekratzt haben, gehen wir durch das Portal durch und schauen uns nochmal bei Winston um. Genau, da sind wir wieder in dem grauen Krankenhausalltag. Okay. Müssen wir erstmal die... es tut mir wirklich leid, Winston. Ich kann es einfach nicht glauben, dass jemand so etwas tut. Also... Ein Hochzeitsring von einer komatösen Frau zu klauen. Ja, das sind wirklich, wirklich schwere Zeiten. Wir werden alles tun, was wir können, um herauszufinden, wer es geklaut hat. Danke für Ihre Hilfe, Doktor. Ich verstehe schon, dass Sie alle sehr viel zu tun haben, aber deswegen bedeutet es mir noch mehr. Natürlich. Und wenn du, oder wenn ihr noch ein paar mehr extra Decken hättet, das würde ich euch wirklich, das wäre wirklich sehr schön. Was? Ich weiß, die sind in diesem Loch, in dem Badezimmer drin, aber da kommt immer noch, da sind immer noch, oder kommen immer noch sehr, sehr kalte Winde durch. Es tut mir wirklich leid, Winston. Ich schicke ihn mal mit den Sachen vorbei. Danke. Ich komme später nochmal vorbei, um nach Gemma zu sehen. In der Zwischenzeit, pass einfach auf. Okay, das heißt, da ist ja der kleine Winston drin, hier links. Wir gehen aber erstmal die Murmel abgeben. Das müsste, glaube ich, hier gewesen sein. Ja. Okay, wir bewegen uns. Ach, hier ist Winston. Okay. Oh, Gemma. Es tut mir wirklich alles so leid. Ach, der arme Winston. Ja, der arme Winston.
Oh. Was ist, Mom? Wenn wir hier sind. Meinst du, Sue mag vielleicht die Katzenaugenmurmel, die wir von Jackie bekommen haben? Ah, gute Idee, Mama. Ja, aber deswegen bin ich doch gerade hingegangen. Ich denke, das würde sie. Ja, aber genau deshalb bin ich doch hier hingegangen. Oh, hey. Du kommst zurück. Es ist schön, dich mal wieder zu sehen. Hey, ich hab dir was mitgebracht. Was? Du hast mir was mitgebracht? Ja, ist nicht viel, aber ich habe mich daran erinnert, dass du Murmeln sammelst. Möchtest du Sue die Murmel geben? Ja. Ja, es ist der Katzenplanet. Der Katzenplanet? Oh, ich habe diese wirklich, wirklich super doll vermisst. Es sieht wirklich aus wie ein Katzenauge, oder? Das ist, weil dieser Planet ganz viele Katzen hat. Und jetzt kommt der wichtige Part. Es hat auch ganz viele Hunde. Boah. So, also Hunde leben da auch? Ja, klar. Die Leute sagen immer, dass Hunde und Katzen nicht wirklich miteinander gut auskommen. Aber das stimmt einfach nicht. Leute denken einfach immer, wenn man anders ist, heißt das, dass man schlecht ist. Und dann behandeln sie sich einfach anders. So zum Beispiel, wenn man nicht gleich aussieht oder wenn du einfach kein Geld mehr hast. Sogar wenn es nicht deine Schuld ist, behandeln sie dich einfach schlecht, weil du einfach anders bist als sie. Ah, ich weiß, was du meinst. Aber der Katzenplanet, der ist anders. Die Katzen und Hunde, die kommen da einfach gut miteinander aus. Und eigentlich sogar, da es gibt eine Bäckerei, die wird geführt von Katzen und Hunden. Ach, und die Katzen und die Hunden machen das Essen dann gemeinsam? Ja. Das ist wirklich cool. Die haben pinke Donuts und auch Kokosnussbrot. Wow, ich mag Kokosnussbrot. Kokosnussbrot? Okay. Hey, kann ich dich was fragen? Na klar. Warum schaust du immer wieder in unser Badezimmer rein? Ist da irgendwas Cooles drin? Kannst du ein Geheimnis bewahren? Ich werde es keinem erzählen. Ich glaube, da könnte eine Tür drin sein. Eine spezielle Tür. Und wo geht die Tür hin? Nun, zu einem Ort, der sich Morizoras Wald nennt. Ich versuche da den Hüter des Waldes aufzuwecken, damit er mir einen Wunsch gewährt. Also hast du auch geheime Welten? Oh ja. Naja, gut, die Schichtführerin ist gerade in dem Badezimmer. Also, du kannst wahrscheinlich gerade nicht dann nach deiner Tür schauen. Obwohl? Hier, gib ihr eine von denen. Sie hat mir einen Pinachuchu gegeben. Danke, Sue. Sie liebt diese. Ja, viel Glück. Alles klar. Okay, das heißt, wir können dann der Schichtführerin so ein Peanut-Ding wieder geben. Das haben wir letztes Mal ja auch genommen, um sie da von dieser Tür wegzulocken. Und diesmal ziehen wir sie dann damit aus dem Badezimmer.
Aber das machen wir dann in der nächsten Folge von Rakuen. Ich bedanke mich, ja, wie gesagt, recht herzlich fürs Zuschauen. Entweder mit Facecam oder ohne. Wenn, einfach mal bitte in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wie euch das gefallen hat. Ich nehme jetzt gleich nochmal ein paar andere Folgen noch weiter auf. Auch dann weiter mit der Facecam. Und wie gesagt, lasst gerne mir eure Kritik und eure Anregungen da. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Rakuen. Bis dahin, auf Wiedersehen!